Mit ihr hätten wir an diesem Abend wirklich nicht gerechnet. Simone Tomalla zeigt sich nur wenige Tage nach dem Tod ihres Ex-Partners Rudi Assauer wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit Freund Silvio Heinevetter schreitet die Schauspielerin über den Teppich der Bunte und BMW Festival Night in Berlin. Natürlich wollen alle nur eines wissen: Wie geht es der 53-Jährigen so kurz nach dem tragischen Verlust? Ich glaube, es ist der Abend, darüber zu reden. Dass sie sich mit ihrem langjährigen Freund an diesem Abend Unterstützung an die Seite holt, ist für Simone Tomalla selbstverständlich. Ja, natürlich, ist ja logisch. Selbstverständlich, würde ich mal sagen. Nur Tochter Sophia suchen wir in den Hallen der Gendarmerie vergeblich. Warum, erklärt uns Simone im exklusiven bunte.de-Interview. Kommt heute nicht, ihr habt eine private Feier. Trotz allem hat Simone Tomalla ihr Lächeln nicht verloren und stellt sich tapfer dem Blitzlichtgewitter. Wohl niemand hätte es der Schauspielerin übel genommen, wenn sie diesen roten Teppich ausgelassen hätte. Doch ein Abend unter guten Freunden ist möglicherweise genau das, was sie jetzt braucht.